Guten Abend. Ich habe heute die große Ehre, die goldene Kamera an einen wunderbaren Schauspielkollegen zu vergeben. Das Schönste daran ist, dass er gleichzeitig ein guter Freund ist. Till Schweiger, I'm Jerry. Jerry Butler from Scotland. Ich habe damals kein Wort verstanden, aber Jerry ist, ganz altmodisch gesagt, ein Meister seines Fachs. Nur, dass es in seinem Fall ganz schön viele Fächer sind. Denn er hat durch Actionknaller, durch Liebesfilme, durch Komödien, sogar durch ein Musical bewiesen, was für ein großartiger Schauspieler er ist. Seine Power und der Enthusiasmus, mit dem Jerry sich in jede neue Rolle wirft, bleiben leider nicht immer folgenlos. Jerrys Körper ist übersät mit Narben aus unzähligen Stunts. Einmal brach er sich bei Dreharbeiten sogar zwei Halswirbel. Ich hoffe, du kannst trotzdem begeistert nicken, Jerry, wenn es um neue, tolle Rollen geht. Jerrys Wandlungsfähigkeit inspiriert jeden Künstler, seine Professionalität animiert jeden an seiner Seite zu Höchstleistung. Dabei hatte Jerry ursprünglich eine ganz andere Karriere im Sinn. In seiner schottischen Heimat hat er Jura studiert. Hätten seine Chefs ihn nicht aus der Kanzlei geschmissen, weil er so viel Quatsch gemacht hat, würde er jetzt vermutlich als Rechtsvertreter Furore machen. Es muss also eine höhere Macht geben, die das verhindern konnte. Weil sie ganz offensichtlich Filme liebt und wie wir alle, Jerry Butler, the funniest actor I ever met. Er kann Action. Wo ist der Präsident? Er kann Romantik. Ich liebe dich so dermaßen. Er kann Comedy. Ich bin noch nicht fertig. Doch, das bist du. Und viel mehr. Ein neues Zeitalter hat begonnen. Ein Zeitalter der Freiheit. Keine Gnade! Oh mein Gott. Runter! Wir wissen, dass Sie es waren. Es reicht nicht, es zu wissen. Sie müssen es vor Gericht beweisen. Lass mich frei, Kleiner. Wenn du gewinnen willst, lass mich frei. Das kann ich nicht. Das sind echte Menschenwichser. Tust du nicht! Ah, er hat mein Auto angeschossen. Ich bin ein Mann mit erlesenem Geschmack und du bist ein vulgäres Stück. Danke. Du Lust, Tanzstunden mit mir zu nehmen? Vielleicht ein bisschen Salsa? Manchmal hilft es, jemandem zu erzählen, was man in sich reinfrisst. Du bist alles, was die Kinder dort haben, aber auch alles, was wir haben. Du bist wie eine tickende Zeitbombe, die echt süß aussieht. Aber wenn du explodierst, dann geht es... Das ist Sparta! Bin ich wirklich so gut? Erfährst du nie. Die Goldene Kamera 2016 geht an Jerry Butler für den Schauspieler international. Thank you. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Vielen Dank. So, Till, also, lieber you are Till, famous in Germany. Du bist bekannt in Deutschland, I thought he was berühmt. Just ich habe das immer für Blödsinn gehalten, wenn jemand das sagte, aber heute weiß ich's. I have about 17 phone numbers for Till. Ich habe 17 Nummern von ihm und schicke ihm dauernd auf jeder der 17 Nummern, dass ich nach Hamburg komme. Und er antwortet nicht einmal. Normalerweise immer. Und jetzt weiß ich, warum diesmal nicht.
Keines bekommen. Anyway, habe ich wahrscheinlich wieder die falschen genommen. Vielen Dank. Es ist wunderbar, heute Abend hier zu sein. Okay. I was going to do my whole speech in German, but Julien, ich wollte alles auf Deutsch sagen, aber Julien hat mir das versaut. Ich traue mich nicht mehr. Ich bin so, fühle mich so geehrt, hier zu sein, diese Auszeichnung zu bekommen. Ich danke der Goldenen Kamera, dass ich auf derselben Bühne stehen darf wie mein guter Freund Till und Julien und Helen. Aber nach Julien zu kommen, ist wie wenn du nach den Beatles singen musst oder so einen weißen Welpen da. Nicht einfach. Anyway, firstly, I'd like to thank the people of my village. Ich danke allen Einwohnern meines Dorfs, meinen Lehrern. Mr. Rodden. Herr Rodden, hören Sie mich. And just actually, while I'm on with Helen, I know. Und wenn ich schon mal dran bin und schon mal Helen erwähnt habe, nachdem ich bei den Golden Globes auf derselben Bühne stand wie Sie, ich weiß, dass Sie alles getan haben, damit ich heute Abend hier sein darf. Ihre Freundschaft weiß ich zu schätzen, okay? Aber bitte nicht. Also weiter darf es nicht gehen. Anyway, so I just want to say, like, wie auch immer, wenn ich schnell ein Wort zu Till sagen darf, das geht lange zurück, unsere Freundschaft. Vor 14 Jahren haben wir zum ersten Mal zusammengearbeitet. An diesem berühmten Film, der nominiert war und in dem wir ausgeraubt wurden, irgendwann bei der Preisverleihung. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Till und ich waren zusammen in Afrika. Man hielt uns für ein Liebespaar, weil wir so viel zusammenhockten. Das war damals der Film mit Lara Croft. Und wir wollten einfach nur so tun, diesen Tomb Raider, als wären wir in einem verrückten Abenteuer. Das stimmte ja auch, aber wir wollten noch etwas Größeres vortäuschen. Also hat Till ein Foto gemacht, weißt du noch, von einem brüllenden Löwen. Der war da auf so einer Safari-Broschüre und brüllte, und Till hat ein Foto gemacht von dem. Und dann haben wir der ganzen Crew gesagt, wir waren auf einer Safari und wurden durch einen Löwen angegriffen. Nur das Traurige ist, wir fingen an, das zu glauben. Ich fühlte mein Herz pochen jedes Mal, wenn ich die Geschichte erzählt habe. Wenn Till das erzählte, dachte ich tatsächlich, das ist wahr. Aber die Pointe ist die, da hattet ihr zwei kleine Jungs, die ihr Leben lang Storys erzählten, Filme machten und dort immer sexy und mutig scheinen wollten, mehr als sie wirklich sind. Das ist unsere Arbeit, das ist das, was wir tun. Das ist eigentlich die Essenz. Ich weiß auch noch, ich habe mal einen Geburtstagsgruß aufgenommen in Los Angeles für Till. Und meine Assistentin war da und hatte das iPhone und zwei haben mit Nachttischlampen mich ausgeleuchtet und sie hat Fotos gemacht. Ich bin so ein Take-12-Typ. Und ich habe immer nur gehofft, dass der Idiot das auch zu schätzen weiß. Aber heute hat das gut gemacht. Ich wollte nur noch dies sagen. Eine Riesenehre. What's that? It's over. Done. Thank you so much. Okay, dann einfach nur herzlichen Dank. Can you go down here?